Heute ist hier an der Brücke von Nevers mit dem Dom von Nevers im Hintergrund die erste Etappe von 120 Kilometern geschafft, mit einem Stand-up-Paddleboard die Loire zu befahren. Und das, was ich am Anfang nicht geglaubt habe, dass meine Tochter Samira das schafft, mit vollem Zeltgepäck und ihrem Hund Luzi diese Loire hier zu bewältigen mit ihren Untiefen, mit ihren Stromschnellen, mit ihren Brückendurchfahrten, auch mit ihren hammerharten Portagen, denn aktuell haben wir wieder eine Portage hier in Nevers vor uns. Hier müssen wir unser Gepäck und unsere Schwimmboards und Boote ein ganzes Stück umtragen. Aber wir sind nicht am Ende, auch starker Wind kann uns nicht bremsen, der uns heute zu schaffen macht. Und wir wollen weiterziehen. Weiterziehen heißt Open End unserer diesjährigen Loire-Tour, auch wenn die nächsten Tage stürmisches und regnerisches Wetter hier über Frankreich ziehen soll.